Jetzt wollte ich euch gerade zeigen, wie schön lang der Zug ist. Plötzlich kommen von da hinten, da schaut es uns einer. Ich bin schon angezeigt worden. Wie machen wir das jetzt fünfmal oder was? Ihr braucht so eine Quote, 66 Anzeigen für den Handschuh oder so. Machen wir mit. Geht schon. Für Sie zur Information, die Anzeigen werden unsere Seite erfahren. Soll sein. Ist es euer Wunsch? Ist es euer Wunsch, wenn er euch verpixelt oder darf er euch so aufnehmen? Kannst du so bringen, ich sehe. Ihr da, das ist illegal. Willkürlich nötigt das so einen Handschuh. Ja, ihr nötigt es mich am Ausdruck zu tragen. Ich kann das und ihr macht vor dem Amtsmissbrauch. Alle miteinander. Ich gehe da spazieren, ihr habt keine Straftat. Ich habe keine Straftat begangen. Ich bin da ins Mitbogen. Ich gehe spazieren, ich bin ein freier Mensch. Ich brauche keine Maske in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich kann nicht spazieren. Die ist verarschen friedlich, die Anzeige. Sport die Energie. Ja, genau. Zu mir hat er recht gesagt, du bist zwei Meter hoch. Wir wissen, dass ihr selber was soll das? Zwei Meter Abstand. Ja, wenn seid ihr da, das freut. Sag mal, ja. Ja, dann war's. Dann bin ich bei mir. Wenn wir dann am Boden kriechen müssen, dann ist das auch okay. Müssen es nicht. Na, wenn der Kurt sagt schon, dann müssen wir es anscheinend doch. Hat er noch nie gesagt. Der Verfassungsgericht hat das alles für gesetzeswidrig erachtet. Schon zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind normalerweise drei. Alles, was drüber geht, ist dann. Ich habe eine Maske auf und muss stehen bleiben. Also die auch festgehalten? Ich bin ein reiner Spaziergänger und muss hier stehen bleiben, weil ich eine Maske auf habe. Aus dem Grund haben sie jetzt rausgeholt. Ich muss stehen bleiben. Obwohl ich, der Beamte sagt, ich muss stehen bleiben. Was für einen Grund haben sie jetzt den Herrn da rausgeholt? Sie sind befohlen worden, habe ich gesagt. Also ich habe auf meiner Kamera drauf, dass er ruhig war, nicht gegrölt hat, immer die Masken auf hat. Wenn sie den Steuerzahler echt wirklich auch Geld, das ist halt das Steuerzahler alles, was sie da fabrizieren. Kein Kommentar ist auch ein Kommentar. Video, alle sind ja verhaftet, festgehalten. Warum? Mit welchem Grund? Weswegen müsst ihr die Identität feststellen? Weil ich da auf der Straße gehe. Alles ist okay. Warum haltet ihr mich fest? Und warum wollt ihr denn die Identität feststellen? Ja, dann frage ich den Ausweis nach. Ja, habe ich. Ja, sie wollen den. Meine nur. Was nehmt ihr? Mit 200 Schilling, oder? Und danke. Was ist mit uns? Was bringt ihr mit uns? Können wir denn die Feststellung? Ja, machen wir die Feststellung. Ja, genau. Das ist leider so. Ja, was ist denn das dann? Wenn ihr niemanden anzeigt, dann ist kein Problem, haben da vielleicht Sachbesprechung oder was? Dann sind zwei raus und die Hundesuchtpolizei, weil die Polizei war friedlich, hat nicht eskaliert oder was? Steht dann da drinnen? Na, da steht dann drinnen, Polizei hat die Nazis wieder wüten lassen ohne Masken. Das steht drinnen. Und wir keine Anzeigen kann bringen. Und der Handschuh geht für den Sandschiss und dann verliert den Job auch noch. Warum macht sie mit? Polizeiliche Anzeige wird aufgezeichnet, das wiederholt nochmal die polizeiliche Anzeige wird aufgezeichnet. Kannst du bitte kurz warten? Wenigstens sind wir nicht allein. Ja, schau, wie viel jetzt die Kämmer oder Kübereihe oder Spieler an der Preiskette macht. Das ist ein Problem für euch, wenn ihr euch auf Kamera aufnehmt. Was schon? Ich mache euer Ansehen. Glaubst du, die Leute noch einen Respekt vor euch? Wenn ihr willkürlich Leute da in die Einwieber abhört, auf dem Weg, ganz normale Leute arbeiten, bleiben zu nutzen. Ich bin endlos! Aber ihr macht das ganze Ansehen bei Leuten, die eigentlich immer sehr respektiert und kaputt sind. Ist so. Ja, traurig ist. Nur irgendwann mal rennt ihr dann durch die Straßen und keiner respektiert euch mehr. Niemand ruft euch, wenn ihr Hilfe braucht. Nein. Ich liebe die österreichische Staatsgewalt.
Naja, wenigstens macht ihr keine Terroristen-Festnahmegriffe wie in Deutschland. Die sind ja ganz gewieft in Deutschland. So mit ins Gesicht. Ja, aber die Rechten sind immer schlimmer wie die Linken. Aber es ist noch immer. Dann ändert sich nichts. Kein Problem. Wurden Sie festgehalten? Na, da. Er hätte keinen Grund, mich festzuhalten. Tja, das ist halt kein Grund mehr, wenn man keinen Grund hat. Kriegen Sie Probleme, wenn ich Sie auf Kamera aufnehme? Ja, ich hatte eh. Wenn man das eine nicht kann, muss man halt anders aufkommen. So ist es. Nicht Sie können gern filmen, aber halten Sie ein bisschen einen Abstand von der Amtshandlung. Ich habe den Abstand. Ja, gehen Sie ein bisschen zurück. Sie ich habe den Abstand durch. Genügend. Halten Sie bitte einen Abstand und gehen Sie ein bisschen zurück. Der Abstand reicht. Ja, aber Sie gehen mitten durch die Amtshandlung, wenn Sie ein bisschen zurück. Ich bin von der Presse, ich habe das Recht, ein bisschen näher einzugreifen. Halten Sie ein bisschen einen Abstand und gehen Sie zurück. Ich bin weit genug entfernt, oder? Ja. Wo störe ich da die Amtshandlung? Immer mitten durch, ja, ich bin von der Presse, ich habe das Recht, ein bisschen tiefgreifend da einzudringen. Aber nicht in die Amtshandlung einige. Gell? Wäre nett, wenn es den ORF oder Ö24 auch verzöhnt hat. Und nicht nur so Journalisten wie mir, gell? Wenn die Leute wollen, dass die Gespräche aufgezeichnet werden von mir, dann ist das ein Akt, der was gewährt werden muss von ihnen. Dass die das wissen, gell? Wenn Sie Masken nicht halten, dann würden Sie sich ehrlich schämen, weil wird Sie jeder privat erkennen. Ich finde das traurig. Das ist Wahnsinn, wie schnell ist das? Wie schnell geht es? Wie schnell? Von der anderen Seite. Weiß ich genau. Wo fahren wir ins Österreich? Setzt die Polizisten auf die Autos, ist ja Wahnsinn. Unverhältnismäßig. Schwerstkriminelle. Das ist nicht angemessen. Ob das jetzt 20 Leute, können Sie wahrscheinlich genau. Ist das verhältnismäßig angemessen? So viel Leute. Ja, aber so viel Leute, wie Sie sind. Oder einfach das Richtige machen.
im Dienst bleiben und das Richtige tun. Weil wenn die Polizisten abgängen, ist auch falsch. Ja, dann sollen sie dann nicht einmal herstellen gegen die Bevölkerung. Ja! Sollen sie endlich einmal einspielen. Das geht aber nicht lang. Das ist wirklich gut, Mieter. Zuerst muss den Leuten nicht in die Strecke gehen, damit sie auf die Straße gehen. Ja, das ist halt der einzige Moment, wo man Schal hochzieht, damit ich zu meiner Arbeit nicht behindert werde. Das dauert hier noch ein Jahr, bis die Leute mal die Insolvenzwelle kommen. Wenn es jetzt nur ein Jahr dauert, dann haben wir aber wirklich verloren. Ja, wie lange? Weil da sind wir so Monate kaputt, dass da kein Zurück mehr gibt. Ja, zurück zu der alten Normalität will ich auch nicht. Kommt, sechs, 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 Klaus Schwab und einer ganz ja. Die ganze Privatisierung gehört einmal geahndet und verachtet. Und Die Leute haben sich ja schon. Hier am Land im Hofer, ich habe eben Maskenbetreuung hier seit März letzten Jahres, dreimal habe ich es auch gehabt, ganz am Anfang jetzt nie wieder. Da raunzen sie, wenn es reingehen in den Hofer, raunzen sie alle die 50, 60-Jährigen mit den Deppern, den Masken. Die scheiß Masken, aber alle gehen rein. Mit man da dann und samplen von der Hand, virtuell samplen sie mit, aber auf die Straßen geht ja fast keiner. Da will eine Mitarbeiterin, ich kann eh schon immer mit der Maske, aber ich muss halt. Sudan ist gut und schön, aber wenn man das daheim macht, müsste ich mir das reingefahren, oder wie? Das ist mit den Schaulustigen. Die Leute da hinten. Der ist einem gerade hinten aufgefahren, weil er nur gaffen kann. Das ist halt auch so eine Sache. Gaffer, gaffer hin und her, ja. Gescheiter was, ihr schließt uns an, ja. Schließt euch an, macht's mit bei den Protestspaziergängen, dann braucht's keinen hinten auf dem Auto aufgefahren. Schau, sowas passiert am Start. Das sind die Kollateralschäden dann. Ja. Ich habe gesagt, ja, früher sind wir essen gegangen. Das Geld können wir jetzt nicht ausgeben, jetzt geben wir es halt für einen Anwalt aus, wenn wir straft werden. Ja. Oh Gottes Willen. Ich habe schon die ganzen Einschüsse, die haben wir schon runtergeladen überall. Da brauche ich nicht einmal einen Anwalt. Ja, eben. Ein Anwalt kostet mehr, als was du dann zahlen müsstest. Ja, jetzt. Ja, 25 bis 50 Euro. Na, kein Richter wird da jemals den Einspruch nicht recht geben. Das ist mein dritter Anzeige, ich zeige innerhalb von zwei Wochen. Das ist echt zart, weil ich keine Masken drauf. Echt arg, wirklich. Hast du so zugeschickt? Nein, da war ich noch nicht in Wien, war Samstag, letzten Samstag in Wien. Vorletzte Woche in Salzburg. Ja, im Bus wollte man heute eine reinhauen. Ein 15-Jähriger hat gesagt, uns zwei. Weil man keine Masken hat, dann sage ich, Bulli, bitte, weißt du, was ist? Ja. Ja, wir dann sind wir die Trottel oder was? Sag ich, sagt sie, wenn sie tanzt, dann sagt sie sie. Ja, Wahnsinn. Nein, ganz schön, solche Zustände. Nein, das RKI hat ja außergeben diese FFP2-Masken. Sind schädlich. Sind ja für privaten Gebrauch nicht geeignet. Sie sind, die CO2-Atmung wird gefördert, damit man kontrolliert. Die Jungs selber waren schon davor. Das ist ja das und die Leute werden nicht runter. Und es ist überall Chemie drinnen in diese komischen FFP2-Masken. Ja, die gestern an den Spargel, schau mal, wie das ausschaut. Schon die normale OP-Masken hat mir Kopfweh bereitet. Ja. Ich war ja Lagerungsgehilfe im OP-Bereich. Und wir sind nicht ohnmächtig geworden, weil wir kein Blut sehen können, weil wir Sauerstoffmangel hatten. Ja, ja. Schon lange her. Ja, ist so geil, wir sind zwei Meter schau. Ich liebe ihn. Ah ja, die sind da. Noch ein Applaus oder was? Für den neuen Einsatz. Halt die Lady. Sie haben gesagt, wenn wir zwei noch mal hingehen, dann werden wir Ich habe ihn da. 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 Ich habe ihn da
Ich fühle mich so sicher jetzt. Danke. Danke für euren Einsatz. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Wenn er die Musik auflädt, wird er wieder verhaftet. Wenn er zu laut auftritt, wird er verhaftet. Wenn er zur Gruppe hingeht, dann wird er verhaftet. So, wer sind jetzt die Hürden? Die Herren Amtshändler oder sind das Hürden? Das werden Richter entscheiden. Hoffentlich. Und bald einmal. Zu wenige stehen auf. Na voll. Ich war in den 30er Jahren schon ein sehr großes Problem. In der Schule auch nicht verstanden, wie die da durchkommen sind mit dem Ganzen. Ganz heimlich haben es damals auch in den 30er Jahren gehabt. Ist der Abgeordnete, die Armbinde, die Deppende, der Wurst, das müssen wir halt. Jetzt kommt es auch, machen wir mit. Jetzt werden alle Fragen beantwortet, die wir uns im Geschichtsunterricht gestellt haben. Die Amerikaner, die KZs befreit haben. Die umliegenden Dörfer haben die ja alle gesagt, die ganzen Dorfbewohner, na, was für Lager, wir wissen von keinen Lagern, was ist das? Haben doch alle gewusst, dass sowas existiert. Eine Lager gibt es zum Beispiel in Deutschland schon. Jeder, der was nicht impfen lässt, der muss da in dieses Quarantänelager, so nennt man heute KZs oder FEMA-Camps, würde ich mal sagen. Ja. Da müssen komplett gesunde Leute dann rein und werden von ihrem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Wie gesagt, das ist keine Verschwörungstheorie, in Deutschland gibt es diese Camps schon. Die sind zwar noch nicht befüllt, aber das ist scheißegal, ob sie jetzt dabei voll sind oder nicht. Die Frage stellt sich, warum gibt es diese Lager? Wirklich?